Hallo, Kurzhöser hier. Heute einmal mit einem etwas längeren Video und zwar zur Normalverteilung. Ich habe mir auf die Suche gemacht und habe nicht wirklich ein gutes Einleitungsvideo für meine Schüler gefunden. Deswegen haben wir gedacht, ich mache selber eins zur Normalverteilung, wie gesagt. Als Wahrscheinlichkeitsverteilung, die in der Schule, in allen Schulen gemacht wird. Jeder Schultyp folgendes. Ich habe da ein tolles Video gefunden, wo ein Moderator in einer Fernsehsendung Brötchen wiegt und das möchte ich kurz zeigen. Schaut so aus, dass er jederzeit die Brötchen da aus einer Kiste wiegt und diese Brötchen, die haben ja unterschiedliches Gewicht. Und manchmal sind sie ein bisschen schwerer, manchmal sind sie ein bisschen leichter. Und er tut dieses Brötchen jetzt jedes Mal messen und zuordnen. Das hat zum Beispiel 48,73 und dann gibt es in solche Röhren und macht dadurch eine Zuordnung auf alle Fälle zum Gewicht. Jetzt wird es beim zweiten gemacht, beim dritten und so weiter. Auf alle Fälle sieht man schon, dass da dann folgende Verteilung sich findet. Schaut ziemlich interessant aus, nämlich in der Mitte sind natürlich die meisten und eine große Abweichung, wie zum Beispiel hier drüben das 43 Gramm Brötchen oder auch die schweren, die kommen eher seltener vor. Und diese Verteilung hat eben einen speziellen Namen, nämlich die Normalverteilung, beziehungsweise kann diese Verteilung angenähert werden durch die Normalverteilung. Das ist ganz interessant, mit dem haben sich schon viele Mathematiker beschäftigt. Ein anderer Zugang wäre zum Beispiel das Galtonbrett. Galton, ein französischer Mathematiker, ein britischer Mathematiker und Naturforscher im 19. Jahrhundert gelebt, hat folgendes gebaut, hat so ein Brett gebaut und da auch ein tolles Video gefunden, das dieses Brett simuliert. Es fallen oben da jetzt Kugeln rein und durch die Kugeln fallen durch so ein Gitter durch und entscheiden sie nach links oder rechts dem Zufall nach. Und man sieht schon, manche Kugeln gingen nach rechts oder manche nach links außen. Und das Spannende ist, immer diese Entscheidung zwischen links und rechts fallen. Sieht man dann plötzlich Teilungen, die wir eben gerade schon gesehen haben, dass in der Mitte sehr viele Kugeln hinfallen und nach links und rechts eher wenige. Soweit die Abweichungen nach links sind eher sehr ungewöhnlich, nach rechts ebenso. Das heißt, es gibt hier ein gewisses Zentrum, einen gewissen Mittelwert, wo die meisten Kugeln hinfallen werden. Ein berühmter deutscher Mathematiker, Carl Friedrich Gauß, hat sich mit dem sehr intensiv beschäftigt und hat erkannt, diese Verteilung, sei es jetzt durch diese Kugeln oder durch diese Brötchen da, durch diese Semmeln, kann man mit der Gaußschen Glockenkurve, die nach ihm benannt worden ist, beschreiben. Carl Friedrich Gauß, ein sehr, sehr berühmter Mathematiker aus Deutschland, 18. bis 19. Jahrhundert, hat sich mit dem beschäftigt und hat sogar so weit geschafft, dass er am deutschen 10-Mark-Schein oben war, sogar mit seiner Formel. Diese gaußsche Glockenkurve hat verschiedenste Eigenschaften und ist von der Formel ziemlich komplex, vielleicht dazu später noch, aber das kann man auch auf andere Verteilungen, Zufallsgrößen anwenden. Und nimm als Beispiel die Körpergröße. Also ich schreibe da jetzt drunter mal kurz auf, als nächstes Beispiel die Körpergröße. Und man kann sich das so vorstellen, ich habe da auch ein Beispiel dazu. Die Körpergröße ist ja irgendwie verteilt. Es gibt ungefähr eine mittlere Größe, die man sich erwartet. Ich nehme gleich das Beispiel da her. In Mathematanien geben wir das da dazu. Also in Mathematanien wurde die Körpergröße aller Studenten gemessen. Es stellte sich heraus, dass die Größe normal verteilt ist. Was das heißt, werden wir uns gleich anschauen. Mit dem Erwartungswert μ gleich 175 cm und der Standardabweichung Sigma gleich 7,5 cm. Was bedeutet das jetzt eben? Man kann sich das so vorstellen, ich werde es da kurz drunter aufzeichnen und skizzieren. Wenn ich die Körpergröße hier auftrage, dann gibt es eine gewisse Erwartung, einen gewissen Mittelwert. Deswegen μ Mittelwert, der liegt bei 175 cm. Und man kann erwarten, laut dieser gaußschen Glockenkurve, laut dieser Normalverteilung, dass sehr viele Leute 1,75 groß sind. Und man kann ebenso erwarten, dass jetzt die
Abweichung nach links und rechts irgendwie gibt. Es gibt natürlich Leute mit 1,90 oder auch kleinere Leute mit 1,60. Nur so viele wird es da nicht geben und das Maß dafür, wie das abweicht, ist die Standardabweichung. Nur als Beispiel, wenn ich jetzt einen, jemanden habe mit 1,95 Zentimeter, dann wird schon weniger davon geben, beziehungsweise auch, so wie ich gerade gesagt habe, wenn ich beispielsweise da 1,60 oder sowas habe, dann wird es auch weniger geben. Wenn man da jetzt alle Punkte anschaut aus einer Statistik, dann wird man wahrscheinlich zu einer Verteilung kommen, die jetzt einmal ganz geschwind so einzeile mit dieser Glockenkurve. Das ist ja nur eine Skizze. Und die Höhe dieser roten Linie, also beispielsweise hier, gibt mir an, wie wahrscheinlich ist es, jemanden zu finden, der genau diese Körpergröße hat. Also da dazwischen wäre jetzt zum Beispiel ein 67 ungefähr. Und dazu die Wahrscheinlichkeit, wie groß ist es denn? Man kann es natürlich auch gleichsetzen mit der Häufigkeit. Wie häufig kommt jemand vor, der 1,67 Körpergröße hat? Jetzt haben wir in unserer Fragestellung, wenn ich da ein bisschen schaue, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig ausgewählter Student kleiner als 1,60 ist? Bei A ist eben die Fragestellung gar nicht, dass er 1,60 ist oder 1,61, sondern kleiner als 1,60. Und das ist eben, möchte ich nur ganz kurz theoretisch erklären. Man kann ja beispielsweise sich überlegen, wenn man jetzt Körpergrößen genau misst, dann misst man vielleicht auf Zentimeter genau, so wie ich es jetzt gemacht habe, auf 1,60 oder auf 1,61. Aber wenn man es ganz exakt misst, könnte man ja auf 1,60,5 oder 1,60,54 messen. Das heißt, es gibt ja nicht einen exakten Wert für 1,60. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand genau 160 cm groß ist, ist eigentlich exakt gar nicht bestimmbar, weil wahrscheinlich ist er 1,59,99999 oder 1,60,0103 und somit ist eine exakte Bestimmung gar nicht möglich und somit auch eine Berechnung der Wahrscheinlichkeit gar nicht möglich. Und dazu sei verwiesen, wir schauen uns ja jetzt nicht mehr diskrete Dinge an, also diskrete Zufallsvariablen, sondern wir schauen uns stetige Zufallsvariablen an, sodass wir eigentlich keine konkreten Werte mehr ausrechnen, sondern nur mehr stetige Zufallsvariablen betrachten. Stichwort Zufallsvariable, schreiben wir uns das genauso wieder auf wie bei der Binomialverteilung. X wäre in unserem Fall die Körpergröße in Zentimeter. Diese Körpergröße ist mit zwei Parametern verteilt. Man spricht ja hier von Mittelwert μ 1,75 oder 175 cm und die Streuung. Die Streuung, die Standardabweichung als Maß, wie weit das vom Mittelwert abweicht. Dazu später noch mehr. Wenn ich jetzt die Fragestellung bei A jetzt schön in mathematischer Schreibweise aufschreibe, also kleiner als 1,60, dann müsste ich eben das so anschreiben. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Körpergröße in Zentimeter kleiner als 1,60 ist. Okay, was ist also jetzt gefragt? Ich versuche das nur mal zu visualisieren. Also mache wieder dort kurz die Normalverteilung, die gaußsche Glockenkurve. Mit der Körpergröße hier Mittelwert μ gleich 175 und die Streuung habe ich mir angewohnt, tut mal so kurz nach links und rechts. Auftragen 7,5 cm und auch hier 7,5 cm. Dann wäre jetzt 1,60 ungefähr geschätzt hier. Und was ist jetzt genau gefragt? Es sind eigentlich alle Größen gefragt bis zu 1,60, also 1,59, 1,58 und so weiter. Aber das Interessante ist natürlich auch Größen mit 1,58,57, 58 und so weiter. Das heißt alle Zwischengrößen. Ich müsste jetzt also alle einzelnen Striche zusammenzählen, damit ich da das richtige Ergebnis herausbekomme. Stetig alle Dinge und zwar weggehend von der Körpergröße 0. Die Glockenkurve geht ja da noch weiter. Interessant ist, dass die Glockenkurve sich da nie schneidet mit der X-Achse. Auf alle Fälle, alle diese Größen müsste ich zusammenzählen und wer in den vorigen Kursen, in den vorigen Klassen gut aufgepasst hat, weiß, das ist ja das Grundprinzip der Integralrechnung.
Also eigentlich muss ich hier eine Fläche ausrechnen. Eine Fläche ausrechnen, die habe ich da jetzt rot markiert, um die Wahrscheinlichkeit zu bekommen. Und das ist sehr praktisch, weil diese Flächenberechnungen kann man ja über die Integralrechnung lösen. Bräuchte ich eigentlich nur mehr die Funktion wissen und die Funktion kennenlernen. Und dann müsste man nur die Grenzen angeben und dann mit Hilfe der Integralrechnung berechnen. Noch einmal, weil es so wichtig ist, ich brauche jetzt eigentlich die Fläche und interpretiere diese Fläche dann als Wahrscheinlichkeit. Okay, der Schritt wäre jetzt also, was ist die Funktion? Und wir integrieren das dann zwischen zwei Grenzen. Naja, die untere Grenze wird 0 sein, die obere Grenze wird 160 sein. Und diese Funktion müssen wir ganz einfach integrieren. Ja, das hat sich auch der Gauss gedacht, diese Funktion ganz einfach zu integrieren. Schauen wir uns einmal die Funktion an. Die ist nämlich gar nicht so einfach. Wenn ich da diese gaußsche Glockenkurve mal suche und einmal die Funktion, die Formel dazu suche, man sieht es hier ganz schön. Und zwar da steht sie. Schaut nicht gerade schön aus. Mach es ein bisschen größer, damit es besser gesehen wird. Diese Funktion, nehmen wir gleich die schwierige hier, diese Funktion schaut nicht nur kompliziert aus, sie ist es auch. Sie ist wirklich kompliziert, also man müsste jetzt mit dieser Funktion weiterarbeiten. Was auf alle Fälle auffällt bei dieser Funktion ist, es kommen so Parameter vor wie Sigma, okay, unsere Streuung. Es kommt aber auch Pi vor, also was hat die Kreiszahl da zu tun, wird man sich erst fragen. Hinten steht noch μ, also der Mittelwert, und die Eulersche Zahl. Also eine sehr komplexe Funktion. Und mit dieser Funktion müsste man jetzt eigentlich arbeiten. Ich tue es da geschwind dazu. Jawohl, funktioniert. Also ich müsste diese Funktion integrieren. Jetzt haben wir ein kleines Problem, weil diese Funktion lässt sich nicht so einfach integrieren. Und zwar liegt es da hinten an dem Kern. Da steht irgendwas drinnen mit e hoch minus x Quadrat. Das ist ein bisschen schwieriger, das lasse ich mich das jetzt aus. Aber dieses e hoch minus x Quadrat im Kern ist unmöglich mit herkömmlichen Mitteln zu integrieren. Und deswegen muss man das numerisch machen. Das heißt, irgendwie eine Möglichkeit finden, wie ich trotzdem die Fläche berechnen kann, ohne die Stammfunktion zu bestimmen. Und da haben wir jetzt Gott sei Dank seit neuestem ein super Tool, super Werkzeug in der Hand, nämlich GeoGebra. Mit GeoGebra können wir diese Fläche wunderbar berechnen. Bevor ich das mit GeoGebra jetzt mache, noch eine kleine Randbemerkung. Die Frage ist jetzt, da steht ja nur kleiner als 160, warum nehme ich da nicht dann kleiner gleich 159? Noch einmal, es ist ja 159,99999 ist auch schon kleiner als 160. Und bei der Integralrechnung ist es jetzt salopp gesagt eigentlich egal, ob ich jetzt diesen schwarzen Strich noch hinzufüge, ob ich die eine Linie noch hinzuzähle oder nicht. Das heißt, eigentlich kann ich immer sagen, auch kleiner gleich 160. Das ist bei der Binomialverteilung anders. Das müssen wir berechnen. Und dann haben wir die Wahrscheinlichkeit. Wie wird das berechnet? Früher haben wir da in Tabellen nachgesehen, um diese Fläche zu bestimmen. Man hat da transformieren müssen, dazu auch noch vielleicht in einem anderen Video, wie das früher gemacht wurde, beziehungsweise warum man das machen musste. Wir schauen uns das Ganze aber mit GeoGebra an. In GeoGebra gibt es eben einen netten Wahrscheinlichkeitsrechner und dieser Wahrscheinlichkeitsrechner bietet natürlich auch die Normalverteilung. Hier sieht man schon die Normalverteilung. Da werden die zwei Parameter schon gefragt, μ und Sigma. 175 war der Mittelwert und ich glaube 7,5 das Sigma. Und was wird da gemacht? Okay, hier sieht man die Normalverteilung, die schöne gaußsche Glockenkurve. Und jetzt ist die Frage, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person kleiner als 160 ist? Also es geht um die Fläche auszurechnen. Jetzt kann ich entweder hier mit den schwarzen Dreiecken das Ganze verschieben, aber ich möchte es ja von 0 bis 160 haben, deswegen schreibe ich das gleich da rein, von 0 bis 160. Und GeoGebra löst mir das heraus, also es ist diese Fläche da in blau dargestellt, wird hier ganz schnell und einfach berechnet und es kommt eben hier 0,0228 heraus. Ich werde das Ganze gleich auch wieder als Screenshot hinzufügen,
dann haben wir gleich das gesamte Ergebnis. Also, es geht bei der Wahrscheinlichkeitsrechnung, bei der Normalverteilung darum, dass wir die Zufallsvariable ist eben stetig und wir können uns jetzt nur mal Bereiche ausrichten. Nicht mehr konkrete Sachen, sondern Bereiche. Und hier haben wir eben den Bereich zwischen 0 und 160. Das interpretiert man als Fläche, beziehungsweise rechnet man diese Fläche aus und diese Fläche interpretiert man wieder als Wahrscheinlichkeit, weil die Integralrechnung eben nicht funktioniert. Gut. Schauen wir vielleicht noch kurz zum zweiten Beispiel aus dieser Sache. Was ist hier gefragt? Größer als 180. Naja, jetzt weiß man schon, wie das Ganze funktioniert. Vielleicht schauen wir hier noch B her. Größer als 180. Die Wahrscheinlichkeit, größer als 180 cm zu sein, schreibt gleich wieder her, das ist egal, ob ich 180 größer oder größer gleich 180 habe, weil die Ränder als Strich so und so für die Fläche nichts auftragen. Wie mache ich das jetzt wieder? Okay. Ich schaue wieder noch zu GeoGebra, größer als 180, also 180 bis, ja, welche Größe setze ich jetzt da ein? Ah, das geht, ich muss zuerst die obere Grenze festlegen. Ne, ich könnte jetzt sagen, menschlich, der größte Mensch war glaube ich 2,54 Meter, also größer als das geht es nicht. Man sieht auch, dass da ab 2,10, 2,15 eigentlich die Wahrscheinlichkeit so gut wie null ist, also da kommt fast keine Fläche mehr dazu. Also nehmen wir jetzt mal 2,54, wenn man es genau machen möchte, dann sagt man, okay, ich will einen rechtseitigen Bereich, dann ist es ganz leicht, weil dann brauche ich nur eben hier größer als 1,80 anzugeben, dann habe ich genau eine Grenze und das Spannende, die rechte Grenze ist da eigentlich plus unendlich, dazu vielleicht einmal in einem späteren Kurs noch, aber hier mal kriege ich die Wahrscheinlichkeit schon raus, dass das 0,2525 sind. Also nochmal sauber da 180, ich werde wieder einen Screenshot davon machen und dann ist das alles wieder perfekt gesammelt. Man sieht, das Berechnen der Wahrscheinlichkeiten ist sehr, sehr einfach. Also mit GeoGebra ist das, wie gesagt, wieder nur zwei, drei Mausklicks, braucht nur die richtigen Daten eingeben. Wichtig ist, dass die Zufallsvariable x jetzt stetig verteilt ist und zwar mit den Parametern μ und Sigma, also Mittelwert, was kann ich erwarten. Und wie streut das Ganze um den Mittelwert? Und dann brauche ich eigentlich nur mal die Grenzen richtig festlegen. Hier habe ich einen rechtzeitigen Test gemacht oder eine rechtzeitigen Berechnung. Und dann kriege ich schon die Wahrscheinlichkeit heraus. Ich schreibe es vielleicht in Prozente auf, 25,25%, dass eine zufällig ausgewählte Person aus Mathematanien größer als 1,80 ist. Gut, das wäre einmal die erste Sache. Machen wir vielleicht das Beispiel C auch noch fertig, zwischen 1,70 und 1,82. Das ist natürlich jetzt, wer mitgedacht hat, sehr, sehr, sehr einfach. Brauche also nur mehr ausrechnen, jetzt die zwei Grenzen zwischen, man schreibt das dann auch so auf, was war jetzt die Grenze, 1,70 und 1,82. Zwischen 1,70, kleiner gleich x und 1,82. Und das Ganze wieder in GeoGebra. Das reicht das rechtzeitige leider nicht aus. Ich muss beidseitig ein zweiseitiges nehmen. 1,70 und 1,82 haben wir da. Und wir sehen sofort wieder das Ergebnis. Es passt perfekt. Da haben wir mit GeoGebra ein tolles Werkzeug in der Hand, das uns sehr schnell die Lösungen liefert. Gut, soweit zu diesem Einleitungsbeispiel, wozu kann es jetzt noch kommen bei einer Normalverteilung? Es kann auch zu Umkehraufgaben kommen und diese Umkehraufgabe möchte ich auch noch in diesem Video kurz erklären. Was ist, wenn man Wahrscheinlichkeit gegeben hat und man muss Grenzen ausrechnen? Dazu wieder folgendes Beispiel, folgende Übung, ist auch auf diesem Übungsblatt, macht jetzt nur mal das Beispiel A. Und zwar, was ist, wenn wir haben die Fragestellung, wie groß muss ein Student sein, um in Mathematanien, also dieses erste Beispiel, damit er zu den 20% der kleinsten Studenten gehört. Ich habe das noch fertig, Studenten gehört.
Wir haben jetzt also eine Wahrscheinlichkeit gegeben. Ein zufällig ausgewählter Student mit einer gewissen Größe soll zu einer Prozentsatz von 20% der Gesamtmenge gehören. Jetzt kann ich Folgendes machen: 20% der kleinsten. Ich probiere das mal mit GeoGebra spielerisch aus. Und zwar, wir haben hier jetzt rechtzeitig, damit ich die kleinsten habe. Eines sollte eigentlich vollkommen selbsterklärend sein, wenn ich die Grenze auf 175 einstelle, ich mache es mal genau auf 175, dann sind unter diesem 175, unter dem Mittelwert logischerweise 50%. Das ist irgendwie selbstverständlich, weil der Mittelwert genau trennt diese Glockenkurve, die auch symmetrisch ist, in eine linke und eine rechte Hälfte. Jetzt könnt ihr mit GeoGebra so lang herumschieben, bis dass die Wahrscheinlichkeit auf 20% abnimmt. Also irgendwo da herinnen schaut es ganz gut aus. Vielleicht probiere ich es nur mal, ob ich es exakt hinbekomme. Und wir haben hier haben wir 20 und hier haben wir dann die Größe. Das heißt, bis zu einer Körpergröße von 1,268,68 oder 69 gerundet, gehört man zu den 20% der kleinsten. Und somit wäre es eigentlich eine Umkehrung und kann man ganz schnell und einfach über diese App in GeoGebra lösen, was sehr praktisch und sehr einfach ist. Ich schreibe es jedoch dann noch dazu auf. Gefragt ist im Endeffekt jetzt diese Größe x kleiner gleich einer Größe k, sodass diese Grenze 0,2 ist, 20%. Durchs Probieren sind wir da jetzt auf die 168,69, wann ist Runde gekommen. Das heißt, diese Grenze K ist 168,69 gerundet. Dann gehört man zu den 20% der kleinsten. Das ist sehr einfach und sehr praktisch eigentlich mit diesem Tool zu erledigen. GeoGebra kann da ein bisschen mehr. Zeig's nur. Ja, man kann natürlich auch wirklich zum Beispiel die 40%, dann brauche ich nur in der Wahrscheinlichkeit 0,4 eingeben und ich kriege sofort die exakte Zahl und brauche diesen Schieberegler da, dieses Dreieckerl nicht verschieben. Komme sofort auf die richtige Zahl. Das gleiche ist natürlich, wenn ich jetzt habe, ab welcher Größe gehört man zu den 10%, zum Beispiel zu den 10% der Größten, dann mache ich einen linksseitigen Test, rechtsseitig und suche mir jetzt entweder die Größe händisch oder gibt du ein 10%, ab welcher Größe gehört man zu den 10% der Größten. Der rechte Spitz sozusagen soll größer als, also soll 10% ausmachen, die Fläche da drinnen soll 10% ausmachen und wir sehen, ab einer Größe von 184,61 gehört man zu den 10% der Größten oder gehört man zu den größten 10%. Interessant ist vielleicht noch die Umkehrung, wenn man einen Bereich sucht, das kommt auch ab und zu vor. Also beispielsweise sucht geschwind nur das Beispiel dazu. Das ist da, in welchem Bereich, symmetrischen Bereich, das ist wichtig, weil wir auch eine symmetrische Verteilung haben. Eben die Normalverteilung ist ja um den Mittelwert symmetrisch. Und wenn ich da jetzt noch das Beispiel C war es, glaube ich, hinzugebe, in welchem symmetrischen Bereich μ minus Epsilon und μ plus Epsilon, also man sucht, wenn das kurz skizzieren darf, eine Grenze, macht dann wieder die Normalverteilung. Hier ist der Mittelwert μ und jetzt gehe ich nach links und nach rechts eine gewisse Grenze symmetrisch, zum Beispiel da und daher, sodass diese Fläche, wie groß ist? Ja, genau 95%. Das heißt, in diesem Bereich sollen exakt 95% liegen, also diese Fläche soll 0,95 sein. Wichtig ist das Ganze, das ist symmetrisch. GeoGebra kann man da nicht direkt sofort das helfen, auch wenn ich da einen Bereich habe, weil das Ganze ja nicht symmetrisch automatisch mitbaut wird. Da ist es sehr langwierig, wenn ich das Ganze jetzt nur durch Ausprobieren löse. Ein bisschen Hirnschmalz einsetzen und dann geht das Ganze viel, viel schneller. Also ich suche da eine untere Grenze und eine obere Grenze. Das vielleicht mal markieren. Und es geht darum, dass ich einmal so ein Epsilon dazu ziehe und einmal Epsilon abziehe.
Wenn man jetzt Folgendes bedenkt, dass die Wahrscheinlichkeit immer exakt nur maximal 100% sein kann, dann kann ich mir Folgendes überlegen: Der Bereich, den ich jetzt grün einfärbe, muss dann logischerweise 5% in Summe ausmachen. Bedeutet, dieser Teil sind 2,5% und dieser Teil sind wieder 2,5% aus Symmetriegründen. Ja, und jetzt brauche ich eigentlich nur mal diese Grenze suchen, wo die untere Grenze 2,5% ausmacht, beziehungsweise die obere Grenze 2,5. Macht das gleich wieder experimentell mit GeoGebra. Also, wo die untere Grenze 2,5 ausmacht, muss es die Wahrscheinlichkeit 0,025 sein. Und ich erhalte als untere Grenze 160,30. Da das gleich wieder markieren und kopieren. Dann haben wir das Ganze wieder dokumentiert und protokolliert. Und als obere Grenze ebenso dasselbe. Sollte jetzt auch 0,025 oberhalb übrig bleiben. Und wir sehen, das ist bei 189,69. Dann auch wieder kurz dokumentieren per Screenshot. Und dann ist das Ganze eigentlich gelöst. Die Frage ist jetzt nach dem Epsilon, also wirklich nach der Abweichung. Schreibt es vielleicht nur gesondert auf, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt die Zufallsvariable zwischen 160,3, das ist die untere Grenze, du jetzt runden, und die obere Grenze ist 189,7 liegt, die ist jetzt die geforderte 0,95, also die 95%. Das ist meine untere Grenze und das die obere Grenze. So haben wir auch so Umkehraufgaben damit ganz einfach und schnell gelöst mit Hilfe von GeoGebra. Was ist jetzt die Streuung? Ah, nicht die Streuung, sondern die Abweichung Epsilon. Okay, die könnte man jetzt ganz schnell nur im Kopf berechnen. Epsilon plus oder minus Epsilon zu den 175 muss ich 14,7 dazu zählen, also plus oder minus 114, schreiben wir so auf. Epsilon ist plus oder minus 14,7 Zentimeter. In diesem Bereich gehört man zu den 95% oder in diesem Bereich fallen 95% der Körpergrößen. Nur ein kleiner Hinweis, gerade dieser Streubereich ist interessant. Ein allgemeiner Hinweis, den man sich merken kann, was die Streuung nur sagt. Was bedeutet denn, wenn ich jetzt wirklich links und rechts die Streuung auftrage? Man sieht es da ganz schön. Standardmäßig ist es so eingestellt, dass das immer gleich ausgerechnet wird. Also 175 minus die 75 ergibt die untere Grenze und 175 plus 7,5 bis 182,5. Und nachdem das Plus und Minus dem Sigma vom Mittelwert aus ist, kommt da immer 68,27% daraus. Das ist ganz interessant, weil man sich so die Streuung ein bisschen vorstellen kann. Was macht denn die Streuung so über den Daumen 68%? Sind in diesem Bereich zwei Drittel. Ein Beispiel, das oftmals vorkommt, ist der Intelligenzquotient, wo als Mittelwert 100 angegeben ist und als Streuung 15. Dann sieht man auch zwischen dem Plus- und Minus-Sigma-Bereich, wie man so schön sagt, liegen eben die 68,27%. Also kann ich sagen, wenn ich ein IQ habe, zwischen 85 und 115 gehöre ich zu 68,27% der Bevölkerung, weil man dann eben die Wahrscheinlichkeit wieder als Prozentsatz interpretieren kann. Gut, im Zusammenspiel mit GeoGebra ist wie gesagt die Normalverteilung sehr, sehr einfach. Das Standardisieren oder wie das eben Gauss zu seinen früheren Zeiten gemacht hat, dann vielleicht einmal später noch. Wichtig ist zusammenfassend, wir schauen uns immer stetige Verteilungen an, das heißt, es gibt keine konkreten Werte, sondern nur Bereiche. Das heißt, die Fragestellungen lauten dann immer so von bis. Wir können das eben als Fläche berechnen oder es interpretieren die Fläche als Wahrscheinlichkeit. Diese Berechnung der Fläche ist sehr komplex und geht einfach nicht mit unseren Mitteln. Kann man nur numerisch machen. GeoGebra hat das alles eingebaut und da können wir dann die verschiedensten Wahrscheinlichkeiten ausrechnen oder umgekehrt, so wie ich es jetzt gerade gemacht habe, die einzelnen Grenzen. Ich weise nur darauf hin, damit kann man sehr, sehr viele Beispiele lösen und sehr, sehr viele Aufgaben, die in der Realität vorkommen,
entwickeln und mit Hilfe der Wahrscheinlichkeitsrechnung auch dann berechnen. Auch die Binomialverteilung kann in dieses Schema reingepresst werden, dazu später mal, nämlich wenn ich die Binomialverteilung durch die Normalverteilung approximiere, also anpasse. Aber da vielleicht ein anderes Video dann einmal später. Gut, ich hoffe, es hat einigen geholfen und würde mich über Feedback freuen. Das Ganze kann man sich jetzt so oft anschauen, wie man möchte, also geht's auf in die Übungsphase.